starte mal ein neues Video. Herzlich willkommen. Ich bin heute im Garten am Sonntag und betreibe Makrofotografie, und zwar von den Blümchen hier auf der Wiese und auf dem Beet, das ist hinter mir. Heute habe ich mal den Monitor drauf gemacht, den habe ich schon vor ein paar Monaten gekauft. Der ist ganz sinnvoll, größeres Display, auf jeden Fall besser als das kleine Display an der Kamera. Da kann ich besser das Ergebnis sehen und auch, ob es auch wirklich scharf ist. Das war das Problem mit dem Display an der Kamera. Man wird ja nicht jünger und die Augen machen auch nicht mal so ganz so gut mit, deswegen der große Monitor. Also irgendwie mag das Stativ heute nicht so richtig mitmachen. Das ist das kleine Stativ für das Smartphone. Die GoPro wollte ich jetzt heute nicht extra rausholen. Ja, also hier sind noch nicht so viele Blätter dran. Das heißt gar nichts. Es ist ja erst Frühlingsanfang, also da tut sich bestimmt noch was. So, jetzt habe ich mich mal ein bisschen woanders platziert, damit ich Ruhe habe. Vor allem das. Denn gestern am Samstag, da war wirklich Halligalli nebenan. Laute Musik. Ich wollte eigentlich Vögel fotografieren, aber durch die laute Musik hat es die leider vertrieben. Na gut, deswegen habe ich heute noch mal einen Versuch gewagt. Allerdings, ja, die Vögel sind auch nicht da gewesen. Liegt vielleicht am schlechteren Wetter, keine Ahnung, oder die fühlen sich durch mich gestört. Naja, macht aber nichts. Der Frühling hat ja gerade erst angefangen. Ja, auf jeden Fall, das ist das gute Stück. Der Monitor, hier ist noch ein Sonnenschutz dran. Auch ganz gut, damit man das Display sehr gut sehen kann. Und so werde ich das euch mal kurz zeigen. Das kann man nämlich hier, nein, hier oben vergrößern. Da kann man sehen, ob das scharf genug ist. Kann man natürlich auch im Live-Bildschirm sehen. Allerdings sieht man jetzt ja im Hintergrund, ja, das ist der Tisch. Auf jeden Fall kann man das auch vergrößern. Und kann entsprechend fokussieren. Manuell. Und jeder Schuss, ich sage es euch, jeder Schuss ist gelungen, muss man sagen. Jedes Foto einwandfrei. Wie immer könnt ihr die Fotos auf meiner Facebook-Seite sehen. Märkisches Sauerland, Land, Natur und Emotionen. Der ein oder andere von euch wird es sicherlich schon kennen. Und ja, da bin ich jetzt gerade wieder vermehrt dabei, Fotos zu posten, weil es in den letzten Wochen, da ging ja gar nichts. Ich habe mich da ein bisschen zurückziehen müssen aus familiären Gründen und bin jetzt langsam wieder am Start. Und da wollte ich das gute Wetter nutzen, um solche Videos für YouTube mal wieder zu machen. Ich habe wirklich keine Zeit gehabt. Ja, ist traurig, ich weiß. Neu ist auch dieses Stativ, das Mini. Das, steht das jetzt irgendwo dran? Ich weiß das jetzt nicht. Doch, hier. Stativ, Komfort. Na, hier ist es. Stativ? Nee, Kompakt Traveler Mini M1. Wie komme ich denn jetzt auf Komfort? Ist ja egal. Das ist ganz hilfreich, wenn man ganz nah am Boden fotografieren möchte. Das habe ich jetzt auch hier im Garten gemacht und es hat funktioniert. Allerdings hat die Kamera nicht mitgemacht. Das ist meine alte Kamera gewesen, die 600D. Die hatte irgendwo ein Problem. Ich habe das Objektiv 90 mm drauf gehabt mit 2,8er Blende. Aber irgendwann nach ein paar Minuten war der Akku platt. Der war vollgeladen, aber er war platt. Das heißt, ja, der Akku ist kaputt. Muss ich mir mal einen neuen besorgen. Deswegen habe ich heute mal die 6D Mark II genommen. Und was soll ich dazu sagen? Ich bin begeistert von den Fotos. Mit der 600D, ja, da war ich nicht so ganz zufrieden, aber mit der 6D Mark II, Wahnsinn. Naja, es hat funktioniert. Man kann das auch hier umstellen und dann sieht man genau das Display, also die Anzeige, die man auch an der Kamera sieht. Das wird quasi von der Kamera umgelenkt über das Kabel hier. Hier oben ist es und dann geht unten in die Kamera rein. Der HDMI-Anschluss. Und so wird das alles dann umgeleitet hier oben auf das große Display. Da ist jetzt ein Akku dran und ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent hier noch sind. Ich glaube 80%. Der hält relativ lange. Allerdings hier der Kamera-Akku, der ist auch schon wieder fast leer.
So viele Fotos habe ich heute schon gemacht. Bei dem Zubehör, bei dem Monitor jetzt, mit dabei ist dieser Bügel. Damit man den Monitor auf der Kamera befestigen kann, aber mir ist das nicht fest genug gewesen. Das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe es nicht richtig festgedreht bekommen. Deshalb habe ich die Halterung von Rollei. Die kann ich richtig bombenfest machen. Und dann ruckelt auch nichts. Das hält. Ich kann es nach vorne, nach hinten neigen. Das ist kein Problem. Dazu brauche ich allerdings immer den Schlüssel, den Imbusschlüssel dabei. Den kann man hier reinstecken. Ja, gute Lösung auf jeden Fall. Videos damit aufzeichnen kann man natürlich auch. Aber ich nehme die Spiegelreflexkamera nur ungern für Videos, weil das Objektiv selber nicht dafür geeignet ist, also zumindest nicht das, was ich habe. Da werden diese Videos halt zu ruckelig, wenn man nah ranholen möchte. Das geht nicht. Deshalb mache ich das mehr mit der Videokamera. Allerdings auf der Videokamera den Monitor drauf zu machen, ja, das geht. Wenn man nicht aufzeichnet, dann zeigt es auf jeden Fall was an. Und sobald ich aufnehme, ist der Bildschirm dunkel. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber ich brauche das sowieso nur zum Fotografieren. Bei Videos brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Ja, ansonsten, Wetter, wie ihr sehen könnt, es ist bewölkt. Gestern war die Sonne da. Naja, zwar auch nicht ganz so gut. Es war Sahara-Staub unterwegs und hat ein bisschen so, naja, hat sich wie ein Schleier vor die Sonne gelegt. Die erste Zeit, um die Mittagszeit herum, war es noch ganz gut und dann war es ganz schlecht. Da oben, das sieht auch nicht so ganz gut aus. Es soll heute Abend oder auch die ganze Nacht soll noch regnen. Naja, das schöne warme Wochenende ist vorbei. Es war schön warm. Deswegen dachte ich mir, nutze die Zeit und mache ein paar Makroaufnahmen. Und es hat funktioniert. Das erste Mal mit dem Monitor. Also hier tut sich noch nicht ganz so viel. Es ist noch nicht so grün, wie ich es gerne hätte. Ja, es dauert vielleicht noch ein bisschen. Was schwimmt denn hier vorbei? Löwenzahn. Wo kommt denn der her? Was Sachen gibt es hier? So, hier habe ich mal gelüftet. Hier war ja längere Zeit zu dicht, weil es zu kalt war. Ja, musste ich mal die Fenster aufmachen. Jetzt habe ich mal die Stative von oben hier runtergeholt ins Regal. Ich habe keine Lust, mir das andere Büro so voll zu müllen, zuzumüllen besser gesagt. Deswegen habe ich sie jetzt hier runter verfrachtet. Hier ist nicht nur das kleine, das Reisestativ. Man sollte vielleicht mal das Licht anmachen, so kann man es besser sehen. Und da kommt jetzt auch das große Stativ rein. Na, geh, so. Will ja auch gleich mal die Rollläden wieder runterlassen, Fenster zu. Irgendwie muss man es ja hier ein bisschen wärmer kriegen. Wie viel Grad haben wir? 16. Auch nicht wirklich prickelnd. Ja, zumindest wärmer als gestern. Gestern waren es noch 12 Grad. Also es hat schon was gebracht. So, der Rechner wartet auch schon wieder auf mich. Denn ich muss neue Videos machen, produzieren, bearbeiten. Kann ja nicht so weitergehen. Vielleicht sollte ich mal Staub wischen. Das wäre vielleicht mal nötig. Hier das gleiche Spiel. Bisschen gelüftet, damit es auch ein bisschen wärmer wird. Der Aufnahmetisch. Die Platte hängt sich oder legt sich immer noch flach. Ich muss mal die Klammern abnehmen. Ja, ich muss auch mal hier wieder die Studio-Vlogs machen. Mir fehlt irgendwas. Das ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Die letzten Wochen. Deswegen werde ich da mal wieder intensiv was machen. Es tut mir leid, dass ich mich heute selber nicht vor die Kamera stellen kann, denn ich bin in
Arbeitskleidung. Da, meine Arbeitsschuhe. Denn ich muss jetzt wirklich noch was tun. Hier und da ein bisschen Unkraut entfernen. Strauch erstmal gestutzt. Den da hinten auch. Die Hütte habe ich gestern aufgeräumt. Die war feucht. Jetzt ist sie so einigermaßen wieder trocken, aber ja, es braucht noch ein bisschen. Gut, dann beende ich dieses Video. Schön, dass ihr wieder alle dabei gewesen seid. Habt zugeschaut. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis bald und ciao.